Wie ihr wisst, hatten wir in den letzten Stunden einen extremen Preisabfall. Die Frage jetzt ist, was wird in den nächsten Stunden passieren? Werden wir höchstwahrscheinlich erneut mit dem Preis nach unten gehen oder war es das Ganze gewesen und wir können jetzt damit rechnen, dass der Preis wieder nach oben gehen wird? Genau diese Frage möchte ich ganz genau und detailliert in diesem Video klären. Und deshalb würde ich euch vorschlagen, dass ihr dieses Video unbedingt bis zum Ende anschaut. Und wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau dann erhaltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin-Chart passiert und ihr diese Informationen braucht, um die besten Trades zu setzen. Vielen Dank, Leute, und wir starten direkt mit unserem Bitcoin 4-Stunden-Chart. Und zwar habe ich hier ja gestern in meinem Video von zwei möglichen Szenarien gesprochen. Wir haben zwei verschiedene Pattern in unserem Chart gehabt und ich habe auch ganz genau und detailliert erklärt, wie die Wahrscheinlichkeit ausfallen könnte, ob wir denn nun nach oben gehen werden oder ob der Preis nach unten fallen wird. Im Detail haben wir hier über diese Bullflag gesprochen, welches ja mittlerweile invalide geworden ist, da wir mit dem Preis nach unten ausgebrochen sind. Und nicht nur aus diesem Pattern sind wir ausgebrochen. Und zwar haben wir hier auch an dieser Stelle unser großes Rising Wedge, unser bärisches Szenario. Und ich sagte, dass wenn wir hier aus diesem Pattern nach unten ausbrechen sollten, dass wir hier einen sehr langen Trend durchbrochen hätten und ich damit rechnen würde, dass der Preis dann stark nach unten gehen wird. Und genau so ist es nämlich auch gekommen. An dieser Stelle können wir sehen, dass wir unter dieses Rising Wedge gerutscht sind und infolgedessen haben wir kurzfristig einen Preis bis hin zu 51.300 sehen können. Ich hatte ja gesagt, dass unser Preisziel aber noch viel tiefer liegen würde, wenn wir hier nach unten ausbrechen würden, und zwar in etwa bei 43.000 Dollar. Gott sei Dank möchte ich an dieser Stelle sagen, dass wir nicht bis auf die 43.000 runtergerutscht sind, denn das wäre wirklich ein extremer Dump gewesen und ich denke, das hätte eventuell auch dem Bullenmarkt ein Ende bescheren können. Aber bevor wir die 43.000 Dollar erreichen, haben wir hier noch einen anderen Support, den wir aktuell unbedingt, aber wirklich unbedingt halten müssen, damit uns die 43.000 Dollar in den nächsten Tagen für den Bitcoin-Preis verwahrt bleiben. Und zwar haben wir hier an dieser Stelle einen anderen sehr wichtigen Support, der in etwa bei 50.000 Dollar liegt. Das heißt, wir müssen unbedingt, aber wirklich unbedingt, die 50.000 Dollar in den nächsten Stunden, insbesondere in den nächsten Tagen, halten. Wir dürfen nicht unter die 50.000 Dollar rutschen, da wir sonst der Gefahr ausgesetzt wären, dass wir eventuell von da auf die 43.000 Dollar runterrutschen könnten. Wir haben hier an dieser Stelle noch einen kleinen Support, der in etwa bei 47.000 Dollar liegen würde. Aber ich denke, wenn wir einmal hier unter diese 50.000 Dollar runterrutschen sollten, dass wir danach nicht nur bis auf diesen Support an dieser Stelle, sondern wirklich bis zu diesem Support bei in etwa 43.000 Dollar runterrutschen könnten. Allerdings muss ich an dieser Stelle auch sagen, man sollte nicht direkt den Teufel an die Wand malen. Jedes Mal sage ich in meinen Videos zwar die potenziellen bullischen als auch die bärischen Preisziele. Allerdings muss man immer im Kopf behalten, dass wir uns jetzt aktuell in einem Bullenmarkt befinden und jeder Preisrückgang, den wir in den letzten Wochen erreicht haben, ist völlig normal für einen Bullenmarkt und ist nicht anders zu erwarten. Hinsichtlich dessen möchte ich hier gerne eine spannende Grafik euch zeigen. Und zwar hier können wir unseren Bullenmarkt aus 2017 sehen. Und wir können hier auch sehen, dass wir wirklich heftige Preisrückgänge bzw. heftige Dumps in unserem 2017er Bullenmarkt hatten. Hier können wir zum Beispiel sehen, ein Preisrückgang von 46% oder hier an dieser Stelle 52% oder hier an dieser Stelle die 63%. Also ich denke, der Dump von vor ein paar Stunden ist wirklich ein sehr kleiner Dump,
Wenn man es vergleicht mit den Dumps, die wir bereits im Bullenmarkt 2017 hatten oder mit den Dumps, die wir jetzt auch vor einigen Tagen schon hatten. Man kann natürlich viele Gründe dafür suchen, warum denn nun der Dump entstanden ist. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ändert es nichts an der Tatsache, dass wir gedumpt sind, und wir sollten nicht unbedingt die Gründe suchen und schauen, wie wir unser Risiko am besten managen können. Und wenn wir hier noch einmal in unserem Volume Profile reinschauen, können wir hier auch einige Hinweise darauf gewinnen, bis wohin der Preis höchstwahrscheinlich rutschen könnte. Natürlich unter der Voraussetzung, dass wir jetzt auch weiter runterrutschen und dass der Preis sich nicht erholt, so wie es jetzt gerade aussieht. Wir können hier an dieser Stelle erkennen, dass wir bei in etwa $50,000 ein signifikantes Volumen hatten. Wenn wir jetzt erneut unter die 50.000 rutschen sollten, können wir davon ausgehen, dass wir hier an dieser Stelle erneut ein enorm hohes Volumen haben könnten und dass wir dann damit rechnen können, dass der Preis sich hier wieder wenden wird und wir erneut mit dem Preis nach oben gehen können. Wenn ihr mich fragt, der Bullenmarkt ist noch lange nicht vorbei. Wie gesagt, solche Dumps haben wir schon immer gehabt im Bullenmarkt und auch in diesem Bullenmarkt wird sich nichts daran ändern. Und wenn wir hier in meinen so wichtigen Chart reinschauen, können wir hier eine wirklich sehr negative Entwicklung für den Bitcoin-Preis erkennen. Und zwar habe ich ja immer wieder hier über diese weiße Linie gesprochen, den sogenannten starken Support. Wir können hier an dieser Stelle eine negative Entwicklung sehen. Wir sind nach einer sehr langen Zeit hier unter diese weiße Linie gerutscht. Das ist wirklich ein sehr negatives Zeichen, welches Bitcoin aktuell uns gibt. Die einzige Möglichkeit, jetzt noch diesen Tageschart hier zu retten, wäre, dass wir bis zum Ende des Tages erneut über diese Linie rutschen und dann diesen Tag oberhalb von dieser Linie abschließen. Dazu würden wir jetzt einen Preisanstieg bis hin zu $59,000 benötigen. Ob das möglich sein wird für den Bitcoin-Preis, ich denke nicht. Allerdings werden wir dazu auch weitere Informationen in den nächsten Stunden erhalten können. Also, ich gehe am ehesten davon aus, dass der Preis sich jetzt an dieser Stelle erneut erholen wird und dass der Preis allmählich wieder nach oben gehen wird. Allerdings gibt es da natürlich auch noch verschiedene Szenarien. Wie gesagt, wenn wir hier weiterhin mit dem Preis runterrutschen sollten, würde ich als nächstes Preisziel die 50.000 anvisieren. Und wenn wir die $50,000 auch unterschreiten sollten, würde ich als ein Zwischenziel die $47,000 sehen. Und wenn auch das nicht halten sollte, würde ich uns hier bei diesem Preisziel aus diesem großen Rising Wedge bei $43,000 sehen. Wie gesagt, ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, allerdings wären das technisch gesehen unsere Preisziele. Aber wie gesagt, ich gehe am ehesten davon aus, dass der Preis sich jetzt allmählich wieder erholen wird. Leute, eine kleine Erinnerung, aktuell haue ich in Zusammenarbeit mit Bybit $700 raus. Ihr seht hier an dieser Stelle zwar noch $200 stehen, aber wir hauen aktuell $700 komplett frei und unverbindlich raus. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist hier diesen Link in meiner Videobeschreibung anzuklicken. Danach öffnet sich Bybit innerhalb von 15 Sekunden. Habt ihr euch einen Account erstellt und nach eurer ersten Einzahlung erhaltet ihr umgehend die $700, mit denen ihr komplett frei und unverbindlich traden könnt. Stellt euch einmal vor, ihr benutzt lediglich einen 10er-Hebel, somit wären das Ganze schon mal $7,000, die ihr einfach so zum Traden erhaltet von uns. Deshalb würde ich euch vorschlagen, ihr geht unten auf den Link in meiner Videobeschreibung, klickt diesen Link an, erstellt euch einen Account und nach eurer ersten Einzahlung erhaltet ihr umgehend die $700. Vielen Dank, Leute. Das war's von mir für dieses Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau dann erhaltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin-Chart passiert und ihr werdet direkt von YouTube benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye.